bitte. In unserer Vorlesungsreihe über die wirbellosen Kriechtiere Mitteleuropas möchte ich heute über die Grünen sprechen. Das wechselwarme Gezücht brütet vorwiegend in den gentrifizierten Nisthöhlen unserer Städte. Am liebsten in der Nähe von Jacques Weindepot oder Ökobäckern, die Spanplatten mit flüssiger Ziegenscheiße als Butterkuchen anbieten. In den von Grünen befallenen Vierteln chauffieren spätgebärende Ricken ihre Welpen in elektrischen Dinkelautos zur Kinderklappe. Die grüne Spezies zerfällt in zwei Geschlechter. Die eher männlichen changieren zwischen kastrierter Quotendrohne und Renate Künast. Weibchen wie Claudia Roth tragen Leggings und giftgrüne Fünfmannzelte. In den Anfangsjahren ihrer Ausbreitung galten die Grünen noch als putziger Einwanderer, wie der Waschbär. Heute nerven sie mit Vorträgen über ganzheitliche Nachhaltigkeit als Frau oder kurdischen Rhabarberfesten. War die Partei früher noch stolz auf ihre vielen Jungtiere, leidet der Bestand inzwischen an endemischer Altersreude und bedarf deshalb keiner landesweiten Bejagung mehr. Vorbei die Zeit, als das Geschröte in der Latzhose noch frei von links nach rechts schwingen durfte, längst hat der Kelvin Kleinschlüpfer den grünen Wurm in die Form gezwängt. Und auch die Themen sind weg. Windräder drehen sich heute für den Sieg der CDU und der Wald, das undankbare Schwein, er stirbt nicht mehr. Es ist vorbei. Erfolg hat nur noch eine kleine Unterart im Südwesten der Republik. Dort hat sich der grüne Schmetterling bereits in eine fette, schwarze Raupe verpuppt. Braucht kein Mensch. So verschwinden die Grünen also im Dunkel der Geschichte, genau wie die Azteken oder das Wollnashorn. Bis dann in 1000 Jahren in den Tiroler Alpen ein komplett eingefrorener Hofreiter gefunden wird. Bitte nicht auftauen. Vielen Dank.